بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, heute ohne Mikrofon, weil das Mikrofon immer noch nicht funktioniert. Deswegen hoffe ich, dass die Schwester mich hinten gut hören kann. Wenn nicht, sagt Bescheid, dann rede ich noch lauter, inshallah. Also ich kann auch einen Gang höher gehen, aber ich versuche mich zu schonen, inshallah, so gut ich kann. Und meine Tochter hatte mir letztes Mal gesagt gehabt, dass ich letztes Mal fast alle Zeichen wiederholt hatte, die ich vorletztes Mal gemacht hatte. Das bitte ich nochmal zu entschuldigen. Und irgendwie hatte ich das vergessen gehabt, ein paar Mal durcheinander gekommen. Heute inshallah ta'ala machen wir aber bi'iznillahi azza wa jal alles komplett neue Zeichen, die wir bisher noch nicht gehabt haben. Wir sind immer noch bei dem Themenblock Veränderung der Gesellschaft. Die Zeichen, welche vor dem jüngsten Tag eintreten werden und bei denen es darum geht, dass sich die Gesellschaft verändern wird, und zwar grundlegend verändern wird. Und eines der Zeichen, welches wir heute besprechen werden, scheint erst einmal nichts damit zu tun haben wollen. Aber ich werde euch zeigen, inshallah ta'ala, dass es durchaus auch mit der Veränderung der Gesellschaft zu tun hat, dieses Zeichen. Und es ist ein Zeichen, bei dem wir auch ein wenig innehalten werden, weil wir uns nämlich darüber Gedanken machen müssen. Das erste Zeichen, mit dem wir uns heute inshallah ta'ala beschäftigen wollen, ist Mautul Faj'a. Maut al-Faj'a. Der plötzliche Tod. Der plötzliche Tod. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat über dieses Zeichen gesprochen. Ja, salam. Allah yaftah alik, Sheikh. Wo ist Bilal? 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 Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, mashallah, ist jetzt super laut. Unser Prophet sallallahu besser so? So ist besser? So ist gut? Alhamdulillah. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass vor der Stunde sich der plötzliche Tod verbreiten wird. Sich der plötzliche Tod verbreiten wird und zum Vorschein kommen wird. So heißt es in der authentischen Überlieferung, die Hassan ist, von Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna min amarati sa'ati an yadhhara mautul faj'a. Zu den Zeichen der Stunde gehört, dass sich der plötzliche Tod verbreiten wird, zum Vorschein kommen wird. Der plötzliche Tod. Taib. Die Frage, die sich natürlich hier stellt, ist Nummer eins: Was hat es mit dem Themenblock zu tun, mit dem wir uns gerade beschäftigen? Und zwar die Veränderung der Gesellschaft. Und Nummer zwei, oder das können wir auch zu Nummer eins machen, inshallah ta'ala, nämlich, gab es nicht schon immer einen plötzlichen Tod? Und dann Nummer drei, was bedeutet das ganz konkret? Ist was Gutes, was Schlechtes? Und Nummer vier, was lernen wir daraus? Beginnen wir inshallah ta'ala mit der Nummer eins. Gab es nicht schon immer einen plötzlichen Tod? Sicherlich. Gab es schon immer Menschen, die plötzlich gestorben sind, ohne dass es ein Vorzeichen gab. Jedoch, was meint der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt nicht, dass es zum ersten Mal so etwas geben wird, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spricht genauso wie in allen den anderen Hadithen, wo es um gesellschaftliche Veränderungen geht oder auch um die Sittenlosigkeit ging. Er zeigt auf, dass sich das stark verbreiten wird. Also mehr als vorher. Wir hatten das gesagt gehabt, als wir
über Zina sprachen als Beispiel. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, Zina wird sich verbreiten. Gab es nicht auch Zina zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Natürlich gab es das. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zeigt auf, dass der Zina sich so verbreiten wird, dass er zu einem regelrechten öffentlichen Phänomen wird, dass es zu einer Normalität wird. Dass es zu einer Normalität wird. Und deswegen, ja, genauso auch mit diesem plötzlichen Tod. Der plötzliche Tod, der ist nichts Neues. Nur, es wird sich sehr stark verbreiten. Und er wird häufiger auftreten, als in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt es? Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Aspekt. Was hat das eigentlich mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu tun? Und zwar, wallahu a'lam, es kann natürlich sein, dass grundsätzlich es verhäufter vorkommen wird, dass Menschen ohne jeglichen Grund plötzlich sterben werden. Das ist eine Möglichkeit. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe darüber nicht konkret was gelesen, ich habe dazu nichts gefunden. Die Gelehrten sagen im Allgemeinen, es wird sich stärker verbreiten, dass Menschen plötzlich sterben. Aber ich glaube, das hat auch mit der Veränderung der Gesellschaft etwas zu tun. Es hat auch mit der Veränderung der Gesellschaft etwas zu tun. Inwiefern? Und zwar, wir haben ganz neue Technologien, die es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht gegeben hat. Als Beispiel. Wenn es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam einen Unfall gegeben hat, wo ein Mensch plötzlich gestorben ist, dann hätte das was sein können? Was hätte das sein können? Er ist vom Pferd gefallen? Okay, kann passieren. Kann man sich verletzen? Manchmal vielleicht auch sterben. Jemand fällt von einer Klippe, rutscht aus, wie auch immer, kann plötzlich sterben. Das alles ist möglich. Aber viel mehr Möglichkeiten, plötzlich zu sterben, gibt es nicht. Aber heutzutage hast du jeden Tag irgendwo einen Autounfall, wo ein Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird. Junge Menschen, nicht nur einer, mehrere Menschen. Ein Flugzeugabsturz. Hunderte Menschen sterben auf einmal. Ein Terroranschlag. Was auch immer. Dinge, die es so zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht gegeben hat. Eigentlich in den ganzen letzten Jahrhunderten nicht gegeben hat. Und deswegen hört man immer wieder von Menschen, die plötzlich aus dem Leben gerissen werden. Ob es nun ein Herzinfarkt ist, und ich bin jetzt kein Arzt und ich weiß nicht, inwiefern es das auch oder wie häufig das vorkam zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, muss man sich da mit der medizinischen Geschichte beschäftigen, kann ich nicht beurteilen. Aber das, was ich beurteilen kann, ist, dass natürlich durch die Schnelligkeit des Lebens, durch die Technologie, die wir heutzutage haben, viel mehr Unfälle geschehen können, wo Menschen ganz plötzlich aus dem Leben gerissen werden, als das früher überhaupt möglich gewesen ist. Und somit zeigt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns auf, dass dieser plötzliche Tod eintreten wird. Menschen, die ohne jegliche Vorwarnung, gesund, alles ist in Ordnung in ihrem Leben, aus dem Leben gerissen werden und zu ihrem Schöpfer zurückkehren. Und jetzt kommen wir zu der dritten Frage. Was bedeutet das eigentlich? Ist es eigentlich etwas Gutes oder etwas Schlechtes oder etwas Neutrales? Es gibt eine Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam allgemein spricht, dass dieser Mautul Faj'a Akhzatu Asafin ist. Akhzatu Asafin. Was heißt das? Die Gelehrten haben gesagt, Akhzatu Asaf. Asaf kommt von etwas Bedauern. Die Gelehrten haben es auch interpretiert als Zorn. So als wäre es eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Boik. Ist das grundsätzlich eine Strafe? Nein, wir finden die Antwort hierzu in einer anderen Überlieferung. In der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Überlieferung finden wir bei Imam Ahmed von Aisha radiallahu anha, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Mautul Faj'ati Rahatun lil Mu'mini wa Akhzatu Asafin lil Kafir oder lil Fajir. Nochmal. Mautul Faj'ati Rahatun lil Mu'mini وَأَخْذَتُ أَسَفٍ لِلْكَافِرِ أَوْ لِلْفَجْرِ أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Der plötzliche Tod ist eine Erleichterung für die Mu'min, Ruhe für die Mu'min, Raha, von Raha, Ruhe für die Mu'min
und eine strafender Abgang, kann man so, so könnte man es übersetzen, ein strafender Abgang, ein bedauerlicher Abgang für den Kafir oder den Fajr, das heißt den Freveler. Ein bedauerlicher Abgang für den Kafir oder den Fajr. Was will uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam damit sagen? Und was lernen wir daraus? Und zwar, es ist eine Raha für den Mu'min. Warum? Weil er ohne jegliche Schmerzen, ohne Krankheit, ohne dass es ihm schlecht ging, ganz plötzlich diese Dunya verlassen hat, aber gleichzeitig auch vorbereitet gewesen war auf den Tod. Er war vorbereitet. Warum? Weil er ein Mu'min ist. Und ein Mu'min ist vorbereitet. Ein Mu'min, ein wahrer Mu'min, kann im Grunde genommen zu jedem Zeitpunkt zu seinem Schöpfer zurückkehren. Und deswegen ist es für ihn was? Eine Raha. Eine Raha heißt eine Art, ja, Ruhe. Er kommt endlich zur Ruhe, ohne dass er vorher sich quälen musste durch Krankheit, durch Schmerzen oder irgendetwas anderes. Aber es ist gleichzeitig ein bedauerlicher Abgang für den Kafir und den Fajr, der nicht vorbereitet ist, der somit alles verliert, weil er hat nur für diese Dunya gelebt, er hat für nichts anderes gelebt. Die Dunya ist für ihn alles gewesen. Und dementsprechend ist sein Abgang oder dass er genommen wird, also regelrecht herausgerissen wird aus dieser Dunya, ist für ihn etwas Bedauerliches, weil er nämlich damit alles verliert. Was lernen wir daraus, meine lieben Geschwister? Wir lernen daraus, dass der Mu'min sich immer, pass auf, der schmeißt es gleich um. Pass mal auf, bitte. Der schmeißt es gleich um. Ein Bruder, mach mal. Einer von den Brüdern kümmert sich mal drum. Barakallahu fikum. Ja. dass der Mu'min immer vorbereitet sein sollte auf den Moment, wo er zu seinem Schöpfer zurückkehren könnte. Wir wissen nicht, wann unser Ajal endet, wann unsere Lebensfrist endet. Eines wissen wir aber, das ist klar. Wir werden gehen. Und ebenfalls wissen wir eines, und zwar, wenn unsere Frist endet, dann endet sie. Wir können sie nicht aufschieben. Wir wissen, wir werden gehen. Die Frage ist nur, wann wir gehen werden. Und wie wir gehen werden. Das ist die Frage. Das Wann wissen wir nicht. Aber das Wie können wir beeinflussen. Das Wann kann ich nicht beeinflussen. Aber das Wie, darauf kann ich hinarbeiten. Indem ich nämlich einfach immer bereit bin als Muslim. Die Menschen, die vor uns gegangen sind, auch die Jungen unter uns, waren das nicht alles Menschen gewesen, die genauso waren wie wir? Das heißt Menschen, die hatten noch ein ganzes Leben vor sich. Ja, selbst die Älteren unter ihnen, ein 50-Jähriger, ein 60-Jähriger, denkt immer noch, oh, dann kommen meine Enkel, meine Urenkel und ich wollte ja noch die Hochzeit meiner Enkelin miterleben und vorbereiten und ich wollte hier noch was machen und ich wollte noch mein Haus in Tunesien oder im Libanon zu Ende bauen und dann wollte ich da noch ein paar Jahre leben in dem schönen Garten. Ja? Also der Mensch hat im Grunde genommen immer Wünsche, die Wünsche des Menschen enden nicht. Also wenn jemand glaubt, dass jemand, der 60 oder 70 Jahre alt ist, keine Wünsche mehr hat, das ist ein Trugschluss. Du hast auch noch Wünsche. Aber ich wollte ja noch mal in diesen Ort rein und ich wollte noch mal eine Hajj machen und noch mal eine Umrah machen und ich würde noch gerne das machen und jenes machen. Du hast Wünsche und dann plötzlich, subhanallah, wirst du aus dem Leben gerissen. Und all diese Wünsche, all diese Umniyat, all diese Amani, sie enden in einem einzigen Moment. Und deswegen nennt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Tod auch was? Hadim al-Ladhat. Der Zerstörer der Gelüste. Weil alles endet. Khalas, es ist vorüber. Und deswegen muss ich vorbereitet sein. Was heißt es, vorbereitet zu sein? Heißt es, vorbereitet zu sein, dass ich die ganze Zeit Angst habe vor dem Tod? Oder dass ich dem diesseitigen Leben den Rücken zukehre? Nein, das ist ein Trugschluss. Es gibt einige, die haben panische Angst. Das ist schon fast eine psychische Krankheit. Panische Angst vor dem Tod. Die können die Dunya gar nicht mehr genießen. War unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der immer vorbereitet gewesen war auf den Tod, so gewesen?
Nein, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam konnte auch das diesseitige Leben genießen. Die Sahaba radhiyallahu anhum, sie haben auch das diesseitige Leben genossen. Was bedeutet es aber, vorbereitet zu sein auf den Tod? Vorbereitet zu sein auf den Tod bedeutet lediglich, dass ich in jedem Moment theoretisch zu meinem Schöpfer zurückkehren könnte und ich mit mir und meinem Leben und meinen guten Taten, die ich vollzogen habe, zufrieden bin. Und deswegen forderte uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau dazu auf, indem er nämlich sagte, أكثروا من ذكري هذه من اللذات. Gedenkt häufig des Zerstörers der Genüsse, des Todes. Sei einfach bereit, das ist das, worauf es ankommt. Hab keine panische Angst, der Tod ist ein Teil unseres Lebens. Warum sollte ich vor dem Tod Angst haben? Es gehört dazu. Allah Ta'ala, was sagt er? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Derjenige, der den Tod und das Leben erschaffen hat. Schaut mal, er erwähnt zuerst den Tod und dann das Leben, subhanallah. Warum? Aus welchem Grund? Was ist der Sinn und Zweck unseres Daseins? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Um euch zu prüfen, wer von euch die besten Taten vollzieht. Das ist das, worum es geht. Und deswegen, ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben. Ich mag den Tod nicht unbedingt. Das ist eine andere Sache. Und das hat auch unsere Mutter Aisha radiallahu anha gesagt, meinte, ja Rasulullah, wer von uns liebt schon den Tod? Keiner von uns liebt den Tod. Gar keine Frage. Tod ist mit Trauer verbunden. Tod ist mit Abschied verbunden. Ich muss mich von meinen liebsten Menschen verabschieden. Ich muss mich von den Dingen, die ich lieb habe, verabschieden. Gar keine Frage. Aber es ist ein Teil unseres Lebens. Und dementsprechend brauche ich vor dem Tod keine Angst zu haben. Sondern ich muss vorbereitet sein für den Tod. Das ist alles, worum es geht. Lebe ein bewusstes Leben. Und dann kann passieren, was passieren mag. Dann kann der Todesengel kommen. Du bist vorbereitet. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwarnt uns genau aus diesem Grund immer wieder vor was? Vor dem Taswif. Was heißt Taswif? Taswif heißt, dass ich gute Taten aufschiebe. Dass ich meine Reue aufschiebe. Dass ich sage, morgen fange ich an. Morgen werde ich bereuen. Morgen beginne ich mit meinem Gebet. Das nennt man Taswif. Und der Taswif ist vom Shaitan. Weil wer gibt dir die Garantie, dass du einen Morgen hast? Irgendwie denkt man als Mensch, man würde ewig leben. Subhanallah, ist komisch. Das, was dem passiert ist, kann mir nicht passieren. Also ich werde nicht einfach so durch einen Unfall sterben. Wer gibt dir diese Garantie, subhanallah? Du bist doch nicht besser als der andere. Was ist der Unterschied? Er ist aus einer Seele und einem Körper und du bist aus einer Seele und einem Körper erschaffen worden. Was ist der Unterschied? Er hatte Träume gehabt, du hast Träume. Er wünschte sich lange zu leben, du wünschst dir lange zu leben. Warum solltest du bitte schon länger leben als er? Das, was ihm widerfahren ist, kann dir genauso widerfahren. Sei also bereit. Das ist alles, was Allah Ta'ala von dir verlangt. Nicht mehr und nicht weniger. Mautul Fajr. Wenn ich das weiß, dass der Tod plötzlich kommen kann, ja, dann sollte ich auf der Hut sein und mich besonders gut vorbereiten. Damit ich in jedem Moment zu Allah Subhanahu wa Ta'ala zurückkehren kann und dann Allah Ta'ala die Engel mich rufen lassen wird. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, o du ruhige Seele, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, kehre zu deinem Herrn zurück, radiyya zufrieden, mardiyya zufriedengestellt, zufriedenstellend. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, kehre ein unter meine Diener, kehre ein in mein Paradies. Ya salam. Ja? Subhanallah. Das ist das, was wir wollen. Und deswegen lasst uns insha'Allah ta'ala aus diesem Zeichen des jüngsten Tages genau das entnehmen, dass wir versuchen insha'Allah immer vorbereitet zu sein auf den Tod, sodass wir jeden Moment zu Allah subhanahu wa ta'ala als Muslime zurückkehren können. Kommen wir insha'Allah ta'ala zum nächsten Zeichen. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufgezeigt, dass es vor dem jüngsten Tag dazu kommen wird, dass es für 50 Frauen nur einen einzigen Qayyim, nur einen einzigen Mann geben wird. Für 50 Frauen wird es nur einen einzigen Mann geben. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich dieses Zeichen jetzt erwähnen soll in diesem Kontext oder nicht,
Weil wir teilweise nicht wissen, ob das schon mal vorgefallen ist oder nicht, oder ob das noch kommen wird. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier über etwas, was geschehen wird. Ich glaube, wallahu an, dass wir das so noch nicht erlebt haben. Es kann sein, dass es vielleicht schon mal in der Geschichte gegeben hat. Es kann sein, dass es auch hier einige Interpretationen gibt, welche die Gelehrten erwähnt hatten, dass in den relativ ersten Jahren oder Jahrzehnten nach der Ausbreitung des Islams es dann auch viel Sebi gab, das heißt, also viele Sklaven gab und dann sozusagen manche dann auch wirklich sehr viele Sklavinnen hatten. Allahu alam, ob das damit gemeint ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier ganz klar darüber, ja, dass es für einen einzigen Mann insgesamt auf der anderen Seite 50 Frauen gibt. Also eine absolute, ja, sozusagen Überzahl an Frauen, 1 zu 50, und eine absolute Minderheit an Männern. Dass es einige Gesellschaften gibt, wo es mehr Frauen gibt als Männer, das ist eine Sache, aber die Unterschiede sind relativ gering. Das ist auf keinen Fall das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier gesagt hat. Woran das liegen könnte, wir wissen es auch nicht. Wird es an Kriegen leben, wird es an Krankheiten leben, liegen, wir wissen es nicht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat von einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaftsstruktur gesprochen. Dass es eine absolute Überzahl an Frauen gibt und es nur noch eine einzige, für einen einzigen Mann oder für 50 Frauen nur einen einzigen Mann gibt. Subhanallah, unglaublich. Ja? Und das lässt uns vielleicht auch kurz zu etwas, über etwas sprechen, was natürlich immer wieder auch besprochen wird. Das ist das Thema der Mehrehe. Das ist das Thema der Mehrehe. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat ja die Mehrehe erlaubt. Eigentlich im Grunde hat er sie nicht erlaubt, sondern er hat sie eingeschränkt, kann man sagen. Das ist auch ganz wichtig. Viele denken, der Islam hat die Mehrehe eingeführt. Nein, er hat sie vielmehr beschränkt. Und zwar war es früher so gewesen, dass die Araber so viele Frauen heiraten konnten, wie sie wollten. Ohne jegliche Grenze. Und dann kam der Islam und hat gesagt, ihr dürft höchstens 4 Frauen heiraten. Also er hat die Mehrehe nicht eingeführt, sondern er hat die Mehrehe beschränkt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hierüber in Surat An-Nisa, indem er nämlich sagt, fällt mir gerade der Anfang der Ehe nicht ein, also fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thalatha, mir fällt gerade der Anfang der Ehe nicht ein, fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thalatha wa ruba', so heiratet, ja, was ihr wollt an Frauen, 2, 3 oder 4. Und dann, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Und wenn ihr die Angst haben solltet, dass ihr nicht gerecht sein könnt, so eine, ja, oder das, was ihr mit euren Rechten besitzt, also zwar auf Sklaven bezogen gewesen. Und warum ich das jetzt in diesem Kontext erwähne, ist, dass eine auch der Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem dies erlaubt hat, der ist, dass es nämlich immer wieder auch Zeiten gab in der Menschheitsgeschichte, wo es eine Überzahl an Frauen gegeben hat aufgrund der Kriege. Aufgrund der Kriege, nicht 1 zu 50, aber es gab in jedem Fall sehr, sehr viele verwitwete Frauen, sehr viele Frauen, die keinen Ehemann gefunden haben. Weshalb Allah subhanahu wa ta'ala unter anderem auch aus diesem Grund, das ist nicht der einzige Grund, aber unter anderem auch aus diesem Grund, es einem Mann erlaubt hat, mehr als eine Frau zu heiraten, jedoch höchstens 4, damit er überhaupt noch dem gerecht werden kann. Und hier gibt es einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, den viele nicht verstehen. Es geht hier nicht um den Aspekt der Shahwa und den Aspekt der Lust, sondern eine Ehe ist mehr als, dass ich einfach nur, sage ich mal, meine Lust versuche zu stillen. Eine Ehe ist in erster Linie was? Eine Form von Verantwortung. Wenn es wirklich um die Lust allein gehen würde, dann würde man einfach so Freundinnen haben oder Geliebte haben, wo man seine Lust stillen kann, ohne jegliche Form von Verantwortung tragen zu können. Wenn es aber um die Ehe geht, geht es in erster Linie um eine Form von Verantwortung, die ich eingehe als Mann gegenüber dieser Frau. Und das ist etwas, was viel zu wenig erwähnt wird und was viel zu viele Männer auch, die so etwas vorhaben, nicht verstanden haben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Er sagt,
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Wenn ihr Angst habt, nicht gerecht sein zu können, zwischen den Frauen, weil ihr nämlich Verantwortung ihnen gegenüber tragt, es geht hier nicht nur einfach um das Erfüllen eurer Lust, sondern es geht hier um Verantwortung, die ihr tragt gegenüber dieser Frau, so eine einzige Frau, weil ihr sonst nämlich am jüngsten Tag dafür zur Rechenschaft gezogen werdet. Was sagt denn Allah subhanahu oder was sagt denn unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über einen Mann, der nicht gerecht ist zwischen seinen Ehefrauen? Was sagt denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Wie wird er am jüngsten Tag auferstehen? Weiß jemand? Er wird schief auferstehen, das heißt schräg. Er wird sozusagen so laufen. Er wird so laufen. Er wird nicht gerade laufen können. Warum? Weil er nicht Gerechtigkeit walten lassen hat zwischen seinen Ehefrauen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir verstehen müssen. Es geht hier nicht darum, dem Mann einfach irgendwie ein Recht mehr zu geben, sondern es geht darum, gesellschaftliche Probleme, die es gibt und die es auch immer wieder gab, lösen zu können. Unter anderem auch aus diesem Grund. Das könnte man natürlich sagen, warum darf denn nicht eine Frau mehr als einen Mann heiraten? Weil das biologisch einfach nicht geht. Weil das gegen die Fitra, sowohl der Frau als auch gegen die Fitra, sowohl des Mannes steht. Ja? Es funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht. Wem wird das Kind zugeschrieben? Ja, das ist Nummer eins. Ja, dann die Qawame, das heißt die Verantwortung liegt, in den meisten Gesellschaften ist das auch so gewesen, auch in nicht-muslimischen Gesellschaften. Wir reden hier nicht nur von muslimischen Gesellschaften. Auch in nicht-muslimischen Gesellschaften liegt die Verantwortung für die Familie meistens in wessen Hand? In der Hand des Mannes. Gerade wenn es um die Versorgung der Familie geht. Ja, und also es ist mit so vielen, ja, Dingen verbunden, die es einfach verhindern, dass eine Frau mehr als einen Mann heiraten kann und wo es einfach ganz klar gegen die Fitra spricht. Und hier wird eine Lösung gefunden oder gesucht, ja, für gesellschaftliche Probleme. Aber was macht denn eine Gesellschaft? Und meistens sind es ja die Männer, die in den Krieg ziehen. Was macht denn eine Gesellschaft? Das kam schon sehr oft vor, wo es zu viele Frauen gibt und zu wenig Männer gibt. Welche Möglichkeiten gibt es denn für eine Frau in solch einem Fall? Es gibt die Möglichkeit, dass sie nie heiratet. Das ist eine Möglichkeit. Und im Übrigen, in vielen Gesellschaften, das darf man auch nicht vergessen, ist das Heiraten verbunden auch mit der Versorgung. Das dürfen wir nicht vergessen. Dass es heutzutage einen funktionierenden Sozialstaat gibt, wo die Menschen aufgefangen werden, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Das ist eher die Ausnahme als die Regel. Das haben wir in wohlhabenden Gesellschaften, aber es ist nicht in jeder Gesellschaft so. Also, ja, das heißt, mit anderen Worten, es ist auch häufig damit verbunden, dass eine Frau überhaupt einen Versorger hat. Und was macht denn jetzt eine Frau, die allein ist? Jetzt allein nur aus, sage ich mal, der Frage, einen Mann zu haben, ja, den sie heiraten kann, unabhängig von den Fragen der Versorgung. Einfach nur, dass sie einen Mann hat und damit sie auch ihre Lust stillen kann. Welche Möglichkeiten gäbe es denn? Es gäbe einmal die Möglichkeit, sich zu prostituieren. Das wäre eine Möglichkeit. Außerhalb der Ehe. Oder einfach außerhalb der Ehe. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja? Es gäbe die Möglichkeit, nie zu heiraten. Wenn sie sagt, ich möchte das nicht. Und es gäbe die dritte Möglichkeit, und das ist die islamische. Nämlich, dass man sagt, okay, in solch einem Fall, ja, kann dann ein Mann mehr als eine Frau haben. Und das ist dann die islamische. Warum? Weil im Islam, ja, wollen wir eine saubere Gesellschaft haben. Wir wollen eine Gesellschaft haben, wo die Beziehung zwischen Mann und Frau auf dem Fundament der Ehe basiert. Und nicht einfach es immer nur um die Aspekte der Lust geht, ja, aber diejenigen, die dann diese Beziehung eingehen, keine Verantwortung tragen wollen für diese Beziehung. Das war ein kleiner Exkurs gewesen, weil das gerade auch dazu gepasst hat, weil ich finde das sehr, sehr wichtig. Aber ich möchte noch das abschließen mit einem ganz wichtigen Punkt. Und zwar gibt es viele Brüder, und ich kenne diese Thematik, welche sagen, ich möchte eine zweite Frau heiraten, aber ich mache das im Geheimen. Ich mache das im Geheimen. Also ich heirate, aber meine erste Frau soll davon nicht Bescheid bekommen. Ist das eigentlich, wie ist das eigentlich? Dann fragen viele, ist das eigentlich jetzt, ist das Sinner, ist das kein Sinner? Wie geht man eigentlich damit um? Gut. Ich möchte diese Frage kurz klären, weil das nämlich sehr, sehr wichtig ist. Ist es Sinner? Es wäre kein Sinner. Wenn ein Ehevertrag vorhanden ist, zwei Zeugen, wäre es kein Sinner. Es wäre kein Sinner. Ich spreche auf keinen Sinner. Aber, und jetzt ist die Frage,
Erfüllt es den Zweck der Mehrehe oder überhaupt einer Ehe oder nicht? Was würdet ihr sagen? Erfüllt es den Zweck einer Mehrehe oder nicht? So eine geheime Ehe? Nein. Was ist denn der Zweck der Mehrehe? Dass die Menschen das wissen. Das ist meine Frau. Weil im Grunde genommen mache ich ja nichts anderes, als eine Affäre eingehen, nur dass es dann halt, sage ich mal, halal ist. Und das Problem ist, ich kann auch all die anderen Verpflichtungen, die ich habe gegenüber meiner ersten Ehefrau, aber auch gegenüber meiner zweiten Ehefrau, überhaupt nicht erfüllen. Warum? Weil ich muss gerecht sein. Wie soll ich dann bitte schön gerecht sein, wenn die eine Frau von der anderen nichts weiß? Toib. Ich muss bei jeder Frau immer jeweils einen Tag oder jeweils zwei Tage, je nachdem, was wir ausmachen, übernachten. Wie soll ich das machen, wenn die eine Frau von der anderen überhaupt nicht weiß? Das heißt, ich müsste die ganze Zeit lügen. Dann, ich muss der einen Frau genauso eine Wohnung bieten wie der anderen Frau. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Weil die meisten Leute, die machen das wie? Die sagen sich, okay, die Frau ist so und so allein, lebt von Hartz IV. Ja, ich besuche sie dann ab und zu mal. Das ist dann sozusagen ihre islamische Ehe. Und dann kommt noch etwas ganz anderes hinzu. Und zwar, was machst du denn, wenn du plötzlich sterben solltest? Was machst du, wenn du plötzlich sterben solltest? Und du hast Vermögen. Und dieses Vermögen muss aufgeteilt werden. Und die eine Frau weiß von der anderen Frau nicht. Wie soll das Ganze aufgeteilt werden? Und dann kommen erst die ganzen Probleme. Und ich sage euch ganz ehrlich, das sage ich gerade den Brüdern, ja, wenn ihr so etwas vorhaben solltet. Ich sage nicht, dass es verboten ist, eine zweite Frau zu heiraten. Aber wenn, dann mach es richtig. Wenn, dann mach es richtig. So wie es der Islam uns beigebracht hat. Wenn, dann mach es richtig. Öffentlich, dass alle Bescheid wissen. Ja? Sei gerecht. Dann ist es in Ordnung. Ja? Aber heimlich, so als wäre es eine Affäre, meine Liebhaberin. Das funktioniert nicht. Weil du begehst so viele Dinge, die verboten sind. Du musst regelmäßig lügen. Du kannst nicht gerecht sein zwischen ihnen. Das ist unmöglich. Du kannst es nicht. Und deswegen, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا die du, wenn ihr glaubt, dass nicht gerecht seid, dann eine. Dann bleibt eine. Subhanallah. Ja? Und, ja, hinzu kommt, du machst in der Regel deine Familie kaputt. Ich habe so viele Leute schon kennengelernt, die das gemacht haben. Und ich sag euch, in den meisten Fällen ist die Familie kaputt gegangen. Und zwar nicht nur die Ehe mit der ersten Frau, sondern auch häufig die Ehe mit der zweiten Frau. Das heißt, am Ende stehst du mit keiner da. Ja? Und das sind die Konsequenzen. Warum? Weil die erste Frau fühlt sich berechtigterweise betrogen. Und dann nicht nur das, wenn du Kinder haben solltest von der ersten Frau, die Kinder werden dich hassen, deine eigenen Kinder werden dich hassen. Warum? Weil sie nämlich sehen, dass du deiner eigenen, ihrer Mutter Unrecht getan hast. Dass du ihrer Mutter Unrecht getan hast. Ja? Und das sind Dinge, die leider heutzutage passieren, das muss man auch ganz offen sagen. Ja? Und wo immer wieder auch Brüder diesen Fehler machen und denken, ich mache doch alles, was halal ist. Nein. Ja, du machst es vielleicht halal, indem es rechtlich, gerade in einem rechtlichen Rahmen ist. Aber alles andere machst du unmoralisch und verboten. Und das ist das Problem. Und das ist das, worum es geht. Ja, das ist nicht der Sinn und Zweck einer Mehrehe. Der Sinn und Zweck einer Mehrehe ist, dass es öffentlich ist, dass alle Bescheid wissen und dass du dann gerecht bist und die Verantwortung trägst, und zwar für beide Frauen und nicht nur für die eine Frau oder die andere Frau. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich an dieser Stelle mal einfach, insha'Allah ta'ala, auch erwähnt haben wollte. Kommen wir, insha'Allah ta'ala, zu den nächsten Zeichen. Und zwar, das nächste Zeichen ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass die Römer in der Überzahl sind gegenüber den Arabern. Die Römer sind in der Überzahl gegenüber den Arabern. Was ist damit gemeint? Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat in einer Überlieferung gesagt, dass zu den Anzeichen des jüngsten Tages gehört, dass die Römer, und mit den Römern sind die Europäer gemeint, in der Überzahl sind gegenüber den Arabern, womit dann auch die Muslime gemeint sind. Und das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, das ist auch wirklich eingetreten. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Überlieferung hier, diesbezüglich, ich habe sie gerade hier verloren. Und zwar, ich suche gerade den Punkt hier raus, inshallah ta'ala, dass wir die Überlieferung auch vor uns haben, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau darüber spricht. Und die Sahabe sich da auch sehr, sehr gewundert haben, wie das denn sein kann. Und es dann etwas sehr Interessantes gibt. Nämlich, dass die Römer und die Byzantiner, also die Europäer, in dieser Überlieferung gelobt werden.
und ihre positiven Eigenschaften hervorgehoben werden. Und das möchte ich, inshallah ta'ala, euch jetzt ganz genau hier auch vortragen. Aber ich habe jetzt gerade, wie gesagt, die Seite hier verloren, wo ich das offen hatte. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ganz kleinen Moment, inshallah. Ah, hier, alhamdulillah, ich habe es gefunden. Ich mache gleich mal hier, inshallah ta'ala, das in der Übersetzung, wie es in der Herzsorge, damit wir das auch gleich haben. Und zwar wird Folgendes überliefert. Ach so, genau. Es wird überliefert von Al-Asfar, Al-Mustawrid Al-Fihri, dass er einmal zu Amr ibn al-As sprach: Die Stunde wird eintreten, wenn die Römer unter den Menschen die zahlreichsten sind. Amr ibn al-As sagte zu ihm: Pass auf, was du sagst. Er sagte: Ich sage dir, was ich vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gehört habe. Sehr interessante Überlieferung. Amr ibn al-As sagte: Jetzt, da du das gesagt hast, werde ich dir darüber berichten. Sie haben vier Eigenschaften. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, sie werden in der Überzahl sein. Und jetzt spricht Amr ibn al-As zu ihm und sagt: Ich erzähle dir etwas. Und zwar, das liegt daran, dass sie vier Eigenschaften haben, die Römer, die Byzantiner, also die heutigen Europäer, die westliche Welt. Was sind ihre vier Eigenschaften? Von einem Unglück erholen sie sich am schnellsten. Sie sind unter den Menschen am besten zu den Armen, Bedürftigen und Schwachen. In Zeiten der Unruhe bleiben sie unter den Menschen am geduldigsten. Das fünfte ist etwas Gutes und Schönes. Sie sind es, die sich am meisten gegen die Ungerechtigkeit ihrer Könige zur Wehr setzen. Sehr, sehr interessant. Nee, nicht das fünfte, das vierte ist ein Fehler hier. Also, die erste Eigenschaft, die Amr ibn al-As nennt, und was dazu führt, dass sie in der Überzahl sind, und mit der Überzahl muss nicht unbedingt nur gemeint sein, dass sie einfach zahlenmäßig in der Überzahl sind, sondern dass sie auch die Welt anführen, so wie wir es heutzutage sehen. Und er nennt jetzt vier Eigenschaften. Und er sagt: Von einem Unglück erholen sie sich am schnellsten. Ein Krieg, der Zweite Weltkrieg, hier in Deutschland. Ja? Wir wissen, was nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Die Deutschen haben ihr Land wieder aufgebaut. Und schaut mal, wie schnell sie es wieder aufgebaut haben. Sodass Deutschland in wenigen Jahren wieder zu einem Staat wurde, der etwas in der Welt zu sagen hat. Und in Europa zu den reichsten, wenn nicht sogar weltweit zu den reichsten Staaten überhaupt gehört. Nach kurzer Zeit, subhanallah. Sie haben aus ihren Fehlern gelernt und haben sich wieder erholt. Das ist die erste Eigenschaft. Sie sind unter den Menschen am besten zu den Armen, Bedürftigen und Schwachen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, das sehen wir auch heutzutage. Ein Grund, warum auch unter anderem die westliche Welt so fortgeschritten ist, ist, dass sie es geschafft haben, Sozialsysteme aufzubauen, wo die Bedürftigen in der Gesellschaft auch getragen werden. Und wo man sich auch um die Bedürftigen kümmert. Etwas, was wir teilweise in vielen anderen Ländern überhaupt nicht haben. Wo die Menschen, wenn sie erst einmal fallen, auch wirklich komplett fallen. In Zeiten der Unruhe bleiben sie unter den Menschen am geduldigsten. Ja? Und das vierte ist, und das finde ich sehr, sehr interessant, und das ist für mich der wohl wichtigste Aspekt, den ich hier erwähnen möchte. Und das vierte ist, sie sind es, die sich am meisten gegen die Ungerechtigkeit ihrer Könige zur Wehr setzen. Ich meine, die Demokratie, warum wurde sie überhaupt in Europa entwickelt? Was heißt Demokratie überhaupt? Demokratie ist dazu da, damit man den Herrschenden und den Regenten Einhalt gebietet und damit man sie nicht einfach walten lässt, sodass sie wie Diktatoren einfach tun und lassen können, was sie möchten. Das ist eigentlich die Grundidee von Demokratie. Man muss sagen, dass die Europäer in diesem Aspekt es wirklich geschafft haben, etwas zu erreichen, was wir leider in vielen anderen Ländern der Welt, unter anderem auch in vielen muslimischen Ländern der Welt, nicht erreicht haben, wo leider die Tyrannei und die Diktatur und die Militärdiktaturen sehr, sehr verbreitet sind.
Und ich finde diesen Hadith unglaublich wichtig, ja, weil Amr ibn As hier aus seiner eigenen Erfahrung spricht und auch aufzeigt, warum es die Europäer, die Banu al-Asfar, am jüngsten Tag oder vor dem jüngsten Tag schaffen werden, dann auch in der Überzahl zu sein. Wann ist dann das Isha-Gebet? Noch 4 Minuten haben wir, inshallah ta'ala. Tamam. Kommen wir, inshallah ta'ala, noch zu dem nächsten Zeichen. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass zu den Zeichen des jüngsten Tages gehört, dass die Muslime nicht mehr nach dem handeln werden und dem urteilen werden, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier in der authentischen Überlieferung, لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة. Ihr werdet die Knoten des Islam, ein Knoten nach dem anderen, auflösen. فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرُوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. Jedes Mal, wenn ein Knoten aufgelöst wurde, halten die Menschen am nächsten Knoten fest. أَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكُمْ. Der erste Knoten, der aufgelöst werden wird, ist das Regieren, das Herrschen, so wie es Allah von uns verlangt hat. وَأَخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. Und das letzte ist das Gebet. Und das ist das, was wir heutzutage eigentlich auch sehen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Muslime regieren die Muslime und herrschen die Muslime mit anderen Gesetzen als den Gesetzen Allah subhanahu wa ta'ala. In den islamischen Ländern. Ich rede jetzt über die islamischen Länder. Zum allerersten Mal in der Geschichte. Das gab es so nie. 1300 Jahre haben die Muslime sich immer an was gehalten? Immer an den Koran, an die Sunna. Erst nachdem das Osmanische Reich 1923, soweit ich mich entsinnen kann, abgeschafft wurde und aufgelöst wurde und zerstört wurde und dann durch den Kolonialismus sich die ganzen Nationalstaaten gebildet haben, haben die Muslime zum ersten Mal in ihrer Geschichte sich von den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala komplett abgewandt und sich auf andere Fundamente gestützt als dem Koran und als der Sunna. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zeigt uns auf, dass genau dies zu den Anzeichen des jüngsten Tages gehört, dass die Muslime sich von den Geboten Allahs und den Geboten des Propheten sallallahu alaihi wasallam komplett abwenden werden. Dieses Thema ist ein großes Thema und leider wird das häufig auch falsch interpretiert und es gibt auch Übertreibungen in diesem Zusammenhang. Aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, weil die Zeit auch vorüber ist, sondern möchte das einfach dabei belassen, inshallah.